Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Im Frühjahr 2016 habe ich im Rahmen einer Optimierungsaktion mich entschieden, unser großes Holzbett wegzugeben und später auch das große Hochbett meiner Jungs. Wir haben uns dann für Carbock-Matratzen entschieden, also für einen Bodenschlaf mit Carbock-Matratzen und auch noch für eine ganz andere Alternative, die nicht so gängig ist, nämlich für eine große Familienhängematte, in der mein Ältester sehr gern von April bis Oktober, also wenn es nicht zu kalt ist, schläft. Wir schlafen ja auch mal bei geöffneten bzw. angekippten Fenster und im Winter, wenn es dann doch recht kalt wird nachts, dann ist es in der Hängematte einfach von unten zu kalt, dann begibt er sich dann auch auf eine Carbock-Matratze. Seit Januar 2017 schlafe ich noch viel minimalistischer, nämlich auf einer dünnen Decke bzw. manchmal auch auf einer Matte aus Naturkautschuk und Kork. Und wenn es im Winter sehr kalt ist, dann kombiniere ich diese beiden Unterlagen. Also ich zeige euch dann auch gleich, wie ich mich jetzt schon seit ein paar Jahren bette. Vor ein paar Monaten habe ich auch ein Video veröffentlicht, 2 Jahre Bodenschlaf, Minimalismus im Schlafzimmer. Da habe ich auch genau gezeigt, wie wir aktuell schlafen und habe auch noch meine Beweggründe geschildert, wie es dazu gekommen ist, dass ich eben auf den Boden gewandert bin und wie meine Erfahrungen damit sind. Wer dieses Video noch nicht gesehen hat, ich verlinke es oben in den Infokarten. Im heutigen Video soll es um Pro- und Contra-Bodenschlaf gehen. Also ich möchte euch ein paar Pro-Thesen vorstellen, ein paar Kontrathesen und dann auch meine eigene Meinung, meine eigene Erfahrung dazu schildern. Und bevor ich näher auf diese Thesen oder diese Punkte eingehe, zeige ich euch noch, wie ich aktuell schlafe. Hier seht ihr meine Schlafunterlagen. Das ist die Decke, die schon um die 20 Jahre alt ist und auf der ich schon seit fast 3 Jahren wunderbar, bequem und entspannt auf dem Boden schlafe. Das ist die Matte aus Kork und Naturkautschuk. Auf der habe ich auch schon im Sommer geschlafen und die lege ich dann auch manchmal im Winter unter diese bunte Decke. Ihr seht ja auch ein kleines Kissen. Ich habe jetzt eigentlich in den letzten 30 Jahren ohne Kissen geschlafen. Jetzt habe ich mir wieder ein kleines Kissen besorgt. Manchmal nehme ich das und wenn ich keine Lust auf Kissen habe, dann nehme ich einfach hier diesen Kissenbezug, nehme das Kissen raus und lege den Kissenbezug dann hier so quer über diese Decke und dann schlafe ich so. Und auch wenn ich hier auf dieser Korkmatte schlafe, da schlafe ich auch nicht direkt mit dem Kopf oder mit dem Gesicht drauf, sondern nehme dann immer hier so einen Kissenbezug und bette mich dann praktisch mit meinem Kopf darauf. Wer sich für so eine Matte aus Naturkautschuk und Kork interessiert, ich setze euch einen Link zu dieser Matte unter dieses Video bzw. in den ersten angepinnten Kommentar. Ich habe ja schon erwähnt, dass ich sehr entspannt auf meinen dünnen Unterlagen schon seit Jahren schlafe. Aber das ist wirklich nur für den reinen Schlaf. Hinlegen, schlafen, aufwachen, aufstehen. Wenn ich es gemütlich haben möchte, dann setze oder lege ich mich auf unser Sofa. 2 sehr große Vorteile des Bodenschlafs sind für mich folgende. Der erste Vorteil, dass ich wirklich sehr, sehr entspannt auf dem Boden schlafe. Ich wache total entspannt am Morgen auf und habe auch nie Glieder- oder Rückenschmerzen. Also es ist wirklich ganz entspannt. Das kenne ich noch aus Matratzenzeiten anders. Der zweite Vorteil ist auf alle Fälle, dass ich sehr flexibel bin mit meinem Schlafort. Also ich kann in verschiedenen Räumen schlafen, ich kann ganz nah am Fenster schlafen, ich kann ein bisschen weiter weg vom Fenster schlafen. Das finde ich immer sehr schön. Und kürzlich haben wir einen lieben Freund in München besucht und da habe ich einfach mein Bettzeug zusammengerollt, ein Tuch drum geschlungen, hinten in den Kofferraum und habe praktisch mein Bett mitgenommen. Und das ist einfach eine schöne Freiheit, eine schöne Optimierung für mich, die ich auch sehr schätze. Und es ist auch so, wir haben ja hier eine Dreiraumwohnung und bis Dezember 2017 haben wir einen der Räume eben als Schlafraum genutzt. Es gab ein Kinderzimmer, einen Wohnraum und eben so einen Schlafraum. Und dadurch, dass wir so optimiert haben, dass wir jetzt keinen Raum mehr brauchen, in dem jetzt so ein großes Bett steht, konnten wir das ganz flexibel handhaben und eben auch ins Wohnzimmer oder ins Kinderzimmer mit unseren Schlafsachen ziehen. Denn wir haben ja seit Dezember einen Mitbewohner, den lieben Henry, den kennen sicherlich auch schon viele von euch, mit dem habe ich auch schon ganz viele Videos gemacht und der Henry ist hier nach Leipzig gekommen, um verschiedene Ausbildungen zu machen und hat gefragt, ob das okay ist, wenn er hier mit einziehen könnte. Und wir verstehen uns auch wirklich sehr gut und aufgrund dieses Optimierungsprozesses war es überhaupt kein Problem. Wir hatten ja eh einen ganz freien Raum und das ist jetzt einfach Henrys Zimmer. Und so haben wir eine ganz tolle WG. Also ich habe im Internet einige Pro- und Kontrapunkte gefunden. Der erste ist zum Beispiel,
Moderne Matratzen sind zu weich und bequem und man bewegt sich zu wenig. Ich muss dazu aber sagen, es gibt ja verschiedene Qualitäten von Matratzen. Es gibt ja auch mittelharte und harte Matratzen. Wenn man sich da in so Matratzengeschäften umschaut, da findet man bestimmt auch wirklich harte Matratzen. Ich persönlich schlafe ja auf dem Boden und bewege mich auch sehr wenig. Ich bin eher eine ruhige Schläferin. Also ich schlafe hart und bewege mich auch nicht viel. Also für mich wäre das jetzt kein Pro-Bodenschlaf-Argument, weil ich auch auf dem Boden sehr ruhig schlafe. Der nächste Punkt. Es ist natürlich, auf dem Boden zu schlafen und der Körper passt sich an. Generell könnte man dazu sagen, ja, das stimmt, aber es ist auch so, der Bodenschlaf, gerade so wie ich ihn praktiziere, wirklich mit einer sehr dünnen Unterlage, ist nicht für jeden Menschen geeignet. Kommt auch die Körperstatur dazu, die Körperspannung, generell irgendwelche Körperbeschwerden. Also es ist natürlich nicht für jeden möglich, direkt ganz unten auf dem Boden zu schlafen. Aber es bedarf einer gewissen Anpassungszeit. Als ich im Frühjahr 2016 das erste Mal richtig auf dem Boden geschlafen habe, da waren unsere Carbon-Matratzen noch gar nicht da, habe ich auch nur auf einer dünnen Decke geschlafen. Das habe ich 2 Nächte probiert und ich konnte überhaupt nicht gut schlafen. Ich bin ganz oft aufgewacht, mir taten die Schultern weh, das Becken weh und das war richtig unbequem. Und nach einer Woche hat sich das bei mir gelegt. Der Körper hat sich so angepasst, so entspannt. Ich meine, ich habe jetzt auch hier keinen Speckgürtel um die Hüften. Also ich liege auch immer auf meinen Hüften und ich schlafe so entspannt. Wenn ich dann manchmal abends so kurz vorm Einschlafen bin und so in mich reinfühle, denke ich, krass, ich könnte jetzt auch auf einer harten Matratze liegen oder auf einer Carbock-Matratze. Ich merke überhaupt keinen Unterschied. Und das ist wirklich auch so faszinierend, wie Körper und Geist sich da so ein bisschen anpassen. Beim Bodenschlaf, vor allem wenn man sehr hart schläft, können die Muskeln komplett entspannen, weil es keine Bewegung im Untergrund gibt. Auf einer weicheren Matratze ist der Körper immer dabei auszugleichen und versucht nicht wegzurutschen. Diese klitzekleinen Bewegungen gibt es beim Bodenschlaf nicht. Man liegt eben hart auf dem Untergrund und die Muskeln, die Muskulatur kann komplett entspannen. Also ich schlafe persönlich so aktuell am entspanntesten. Das heißt aber nicht, dass ich nie in einem Bett schlafe. Also ich schlafe selten in einem Bett, am liebsten so, wie ihr das hier seht, auf dem Boden. Der dritte Punkt, man bleibt beweglicher mit dem Bodenschlaf. Wenn man sich ins Bett legt, da kann man sich ja fast reinfallen lassen. Wenn man auf dem Boden schläft, dann ist das nicht möglich. Dann begibt man sich erstmal so auf die Knie, krabbelt vielleicht noch ein Stück und legt sich dann hin. Und auch morgens, wenn man aufsteht, ist mehr Anstrengung nötig, als wenn man von einem Bett aufsteht. Man spart mit dem Bodenschlaf Geld. Man braucht ja kein Bettgestell, kein Lattenrost, keine Matratzen, keinen Nachttisch. Man kann, wenn man auf dem Boden schläft, den Boden einfach als Ablage benutzen. Vielleicht für eine Lampe oder für ein Buch, alles was man so braucht. Und man hat wirklich nur ganz wenig Kosten eben für die Unterlage. Ich habe euch ja gezeigt, ich schlafe auf einer bunten Decke. Die hat mal eine Verwandte vor vielen, vielen Jahren, weiß ich, 18, 20 Jahren gestrickt. Und die verwende ich, also die hat überhaupt nichts gekostet und ich habe eigentlich nur Geld ausgegeben für diese Matte aus Kork und Naturkautschuk. Und von diesen Matten habe ich auch mehrere, also eine Matte, die verwende ich zum Beispiel auch so für meine Kräftigungsübung, wenn ich Plank mache oder einfach wenn ich eine Unterlage für Sport oder Yoga benötige. Und eine Matte habe ich direkt für das Schlafen reserviert. Das ist also meine einzige Ausgabe. Also von daher kann ich auch diesem Punkt voll zustimmen. Noch ein Vorteil des Bodenschlafs, man kann nicht aus dem Bett fallen. Gerade wenn man Familienbett praktiziert und Kinder mit im Bett schlafen, dann ist ja auch die Gefahr eventuell, dass die Kinder aus dem Bett rollen. Oder auch als Erwachsener, dass wenn man manchmal unruhig schläft, dass man doch aus dem Bett fällt. Und das ist bei dem Bodenschlaf einfach nicht gegeben. Als nächstes kommen wir zu den Kontrapunkten. Welche Punkte können gegen den Bodenschlaf sprechen? Der erste Punkt wäre, der Boden ist als Schlafunterlage zu hart und gibt zu wenig beim Schlafen nach. Aber das ist ja genau das, was ich persönlich, also mein Körper persönlich, schätzt. Es mag Menschen geben, für die das wirklich zutrifft, die wirklich ein bisschen einen beweglichen Untergrund, sprich eine Matratze, benötigen, die ein bisschen weicher ist. Also das müsste man wirklich ganz individuell betrachten. Ich muss aber dazu sagen, ich habe auch schon mal auf Fliesen geschlafen, das war auf La Palma, da hatte ich dann auch eine Decke draufgelegt und das war nicht so entspannt. Also auf Fliesen ist für mich nicht so gut. Ich schlafe am liebsten auf Korkboden. Wir haben ja auch hier Laminat, also wir haben Laminat und Kork und auf beiden Böden schlafe ich ganz gut. Aber am liebsten auf Korkboden und am besten mit der Matte aus Naturkautschuk und Kork. Der zweite Punkt wäre, die Matratze am Boden kann nicht atmen und es kommt zu Schimmelgefahr. Also das ist bei meiner Art des Schlafens überhaupt nicht gegeben, weil ich
meine Bettsachen zusammenlege und meine bunte Decke, auf der ich schlafe, oder auch die Korkmatte, die rolle ich dann zusammen und stelle sie in die Ecke. Also das ist überhaupt nicht gegeben. Wenn natürlich die Matratzen auf dem Boden liegen oder man auch im Erdgeschoss wohnt und da ist ein Keller drunter, dann kann es passieren, dass die Matratzen lüften. Also wenn man mit Matratzen auf dem Boden schläft, dann sollte man wirklich regelmäßig die Matratzen hochkant stellen, dass da auch eine Lüftung sozusagen gewährleistet ist. Der dritte Kontrapunkt Bodenschlaf ist der, dass es eben auch körperlich zu anstrengend für manche Menschen sein kann, sich in den Bodenschlaf zu begeben, also immer wieder auf den Boden zu begeben und dann auch morgens aufzustehen. Also für körperlich fitte Menschen ist das kein Problem, aber wenn Menschen schon körperlich ein bisschen eingeschränkt sind oder vielleicht auch sogar wirklich älter sind, also für ältere Menschen, ist das dann wirklich einfach zu anstrengend, da ist wirklich ein normales Bett praktikabler. Der vierte Kontrapunkt, am Boden ist es häufiger dreckiger und es befindet sich mehr Hausstaub am Boden als eben in höheren Lagen im Raum, also in Betthöhe. Das ist natürlich richtig, deswegen ist es auch wichtig, die Räume, in denen man schläft oder den Raum, in dem man schläft, regelmäßig, also jeden Tag, zu reinigen, dass man nicht so viel mit Staub in Kontakt kommt. Der nächste Punkt wäre der, dass es am Boden meist kälter ist und es könnte Zugluft vorhanden sein. Also ich schlafe ja jetzt schon seit fast 3 Jahren wirklich ganz dünn auf dem Boden und wir haben auch immer das Fenster geöffnet. Also wenn nicht ganz weit offen, dann immer angekippt. Und ich muss sagen, ich friere nie von unten. Also ich habe meistens meine bunte Decke und wenn es ganz kalt ist, dann nehme ich auch diese Korkmatte dazu. Aber mir ist es nie von unten kalt. Also ich kann es für mich persönlich nicht bestätigen. Aber es mag Menschen geben, die diesbezüglich empfindlich sind und die sollten sich dann einfach um andere Alternativen kümmern. Den nächsten Punkt, den ich gefunden habe, die Luft ist schlechter am Boden. Also das Kohlendioxid unserer Atemluft würde sich eher am Boden sammeln. Ich hatte ja schon erwähnt, wir schlafen immer bei geöffnetem Fenster. Also ich lüfte auch immer den Raum, wo wir schlafen oder die Schlafräume gründlich durch. Und wir schlafen alle auch immer bei geöffnetem Fenster, entweder richtig weit offen oder eben angekippt. Und ich schlafe jetzt schon seit über 3 Jahren richtig flach auf dem Boden und ich schlafe wirklich sehr entspannt und in unseren Schlafräumen ist auch nie die Luft abgestanden, wenn man reinkommt, weil wir immer für Frischluft sorgen. Das waren die Pro- und Kontra-Argumente für den Bodenschlaf. Ich bin natürlich jetzt auf eure Meinung, auf eure Erfahrungen gespannt. Habt ihr noch mehr Pro- und Kontra-Argumente, die ich jetzt hier in diesem Video vergessen habe? Ich freue mich über einen regen Austausch, wünsche euch jetzt noch eine wundervolle Zeit, lasst es euch gut gehen. Bis ganz bald.